Es liegt direkt unterhalb der Graberstraße. Das ist ein Ort, von dem Waren von fragwürdiger Herkunft stammen. Nimm den Aufzug in die Graberstraße, aber auf keinen Fall den in den Schlund. Merkt ihr das? Nimm den Aufzug in der Graberstraße, aber auf keinen Fall den im Schlund. Merkt ihr das gut? My associate Gwenfen will await you outside the passage in the old Juana style. Meine Partnerin Gwenfin wird dich vor einem Durchgang im alten Warner-Stil erwarten. Und dann, nachdem du mir erst jetzt davon erzählt hast, muss es einen Grund geben, warum du es bisher verschwiegen hast. Ich habe dir die Muschel gebracht, du kannst jetzt nicht nachträglich Bedingungen unserer Abmachung ändern. Und dann? Then you explore the perils and treasures of the old city for something I seek. Dann erkundest du die Gefahren und Schätze der Altstadt auf der Suche nach etwas, das ich haben will. Naja, danke. Among the ruins is a certain mosaic. Unter den Ruinen befindet sich ein bestimmtes Mosaik. Er reibt die goldene Stickerei an seiner Kleidung. Du willst, dass ich es zurückbringe? Was interessiert dich, dass dich ein Mosaik? Ich verstehe nicht, wieso du dafür einen Wächter brauchst. Sprich weiter. Nehmen wir die The zwei. old city is the realm of the dead. Who better than a watcher to discover its secrets? Die Altstadt ist das Reich der Todes. Wer wäre besser geeignet, ihre Geheimnisse zu entdecken als ein Wächter? Secrets such as my mosaic. Geheimnisse wie mein Mosaik. Er verschränkt seine langen The Finger. shell you found will reveal it to you. Gwenfen can explain all when you find her. Die Muschel, die du gefunden hast, wird es dir zeigen. Gwenfen kann dir alles erklären. Er beugt sich vor, seine Beinschienen It is quietschen. said the old city was once as grand as Serpent's Crown. Whatever treasure you find there is yours to keep. Das heißt, die Altstadt war einst so prächtig wie die Schlangenkrone. Welche Schätze auch immer du dort findest, du darfst sie behalten. For now, take this. Consider it an advance. Nimm erst einmal dies. Betrachte es als Vorschuss. Er reicht dir einen Beutel mit Münzen. Du hast 300 Kupfer. Wie gelange ich zum There is Gewölbe? A lift in Delver's Row, next to a Netzo shop. I will see that the people who guard it do not give you trouble. In der Graberstraße ist ein Aufzug direkt neben Ernesos Laden. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute, die ihn bewachen, dir keine Schwierigkeiten machen. Once you descend, cross the bridge. Behind the stockade is a door to, well, a very old place. You will know it when you see it. Sobald du hier abgestiegen bist, gehst du über die Brücke. Hinter der Umzäunung ist eine Tür zu einem sehr alten Ort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Gwenfen will await you and the coordinate there. Do whatever she asks, as though the request comes from me. Gwenfen wartet dort auf dich und das Horn. Befolge all ihre Befehle, als ob sie von mir kämen. Hust, hust. Wie komme ich in die Graberstraße? When you leave, return to the crossway and turn right. Wenn du diesen Ort verlässt, musst du zur Kreuzung zurückgehen und you dann nach rechts. Find a merchant stall. Behind it is the passage to Delver's Row. Du findest dort den Stadtteil des Händlers. Dahinter ist der Durchgang zur Graberstraße. Na gut, dann leb mal wohl. Ja, der Aufzug befindet sich in... Gwenfen erwartet mich und das Horn. Gwenfen erwartet mich und das Horn in der Nähe einer antiken Tür im Huana-Stil im Gewölbe. Die Reo meint, ich soll sie über einen Lift in der Graberstraße aufsuchen, die vom Schlund getrennt ist. Der Aufzug befindet sich neben Ernesos Laden in der Graberstraße. Komme ich jetzt in die Graberstraße, ohne das Geld zu zahlen? Die Enge erkunden. Du lässt die Opulenz von Dereos Versteck hinter dir und kehrst in die feuchten und zugigen Tunnel zurück. Nach rechts gehen. Nochmal nach rechts. Durch den Vorhang. Ja, nicht so schnell, du musst ein Zoll zahlen. Derero der Magier hat mir sicheren Zutritt gewährt. Die Wachen im Tunnel nicken und lassen dich durch. Ah, das hat schon seine Vorteile. Du läufst weiter in die rauen Steine unter deinen Füßen. Die rauen Steine unter deinen Füßen werden zu glatten Pflastersteinen. Vor dir schimmert blasses Lampenlicht, so gelb und zitternd wie die Furcht selbst. Vor dir streckt sich eine enge Höhle, in der die Schatten tanzen und das Echo klimpernder Münzen widerhallt. Die Graberstraße betreten. Yay, wir haben die Graberstraße gefunden. Also nicht mehr das Gewölbe, sondern die Graberstraße, weil das zwei verschiedene Orte sind. Tja, manchmal muss man doch mit Verbrechern anbandeln, um an Orte zu kommen, die ein bisschen feucht und dreckig sind.
Aber die mal irgendwie kommen muss. Ja. Bittere Medizin. Und Aufgabe die Graberstraße abgeschlossen. Hat mir sogar sehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Ja, die Graberstraße ist abgeschlossen, weil ich sie gerade finde. Die Graberstraße. Ich habe die Graberstraße gefunden. Bittere Medizin. In der Graberstraße wird es vor Geschäften und zwielichtigen Gestalten. Irgendjemand hier muss die Medizin haben, die Pitli braucht. Mhm. In Ratslederwaren und Kaufhaus. Was hast du zum Beispiel? Eine Orleanerin steht über einem Tisch, auf dem Kräuter und Gewürze liegen. Sie vermischt sie ohnehin zu sehen, aber zu... Ab und zu unterbricht sie ihre Arbeit, um einen Sprössling oder ein Fläschchen an ihre Nase zu halten. Erkennst, dass sie blind ist. It's the smell of cardamom that drew you, no? Perhaps the sting of fresh pepper. Or maybe you seek something with a stronger bite. Der Kardamom-Geruch hat dich hergelockt, oder? Oder der beißende Geruch von frischem Pfeffer. Oder vielleicht suchst du etwas mit noch mehr Biss. Sie schwenkt ihre Ohren, aber ihre trüben Augen finden dich nicht. Was Food, verkaufst du? Of course, and supplies for the road. Though most here come to me for poisons. Essen natürlich und Vorräte für unterwegs, wobei die meisten für Gifte zu mir kommen. Ich suche nach einer Medizin, die ertrunkenen Lunge heilt. Then you'd best ask elsewhere. Dann fragst du am besten woanders danach. Sie lehnt sich zu dir und singt But die Stimme. Careful. If the Mataru overseer hears there's a sickness, might be he has more questions for you. Aber sei vorsichtig, wenn der Mataro auf sie hört, dass es eine Krankheit gibt, dann hat er vielleicht mehr Fragen an dich. Sie hebt die Augenbraue über ihren blinden Augen. Dann zeig mir mal deine Vorräte. Though, if you're buying poison and ailment, mind you store them separate. Davon habe ich reichlich, aber wenn du Gift und Krankheiten kaufst, dann schau zu, dass du sie getrennt aufbewahrst. Ja, Grabereintopf. Schweinefleisch, hm. Geflügel, Gemüse. Gib mir mal das Gemüse und das Schweinefleisch. Und das Salz nehme ich dir auch alles ab. Habe ich dafür irgendwelchen Tant, den ich dir verkaufen kann hier? Nach Verkaufswert sortieren. Ivy ist 2000 Kupferpanz wert, aber ich werde kein Haustier verkaufen. Nee. Die kommen alle schön auf mein Schiff und werden da durchgefüttert. Davon kann ich mal eins verkaufen. Nö, ich verkaufe die woanders. Da sind nur Zutaten, die möchte ich eigentlich auch gern alle behalten. Schiffsgegenstände, die möchte ich lieber beim Werftmeister verkaufen. Also gib mir mal einfach nur dein Zeug hier. Brecheisen, Fackel, paar Lederteile, Kit des Diebes, Austern. Rasierkiemenstoff, okay. I'm here. At once. Nichts mehr Besonderes bei dir. Ein Valianer hier. Ja, Piraten, Straßenhändler. Und hier gabelt sich das Ganze ein bisschen ab. Verstohlenes Flüstern und Fußtritte hallen unter der Straße heraus. Das sieht doch aus. Entweder ist das zugemauert oder das ist ein Hintereingang. Mehrere Gemälde sehen identisch aus, bis hin zu den Kopien der Signatur in den Ecken. Ja, hier ist ein Kaufmann. Sieht so aus, als ob es in die Richtung wenig weitergeht. Also gucken wir hier erstmal rein. You are looking for something, Aimiko? Perhaps I have it.
Ja, das ist Ernesto. Okay, mit Ernesto reden wir nachher. Looking for something to sharpen the senses to help you leave your sorrows behind. I got what you need. Nach, auf der Suche nach etwas, um die Sinne zu schärfen oder um dir zu helfen, deinen Kummer hinter dir zu lassen. Ich habe, was du brauchst. So, zeig mal. Ja, sehr viel Zeug hat er schon. Aber nichts, was ich gerade so gebrauchen könnte. Eine Silhouette im Schatten sieht zu dir auf, als du dich näherst. Du erkennst wie ein... Wie seine gekreuzten Lippen eine schiefe Linie vor. You made a wrong turn, Bilger. You don't belong in the row. Ich glaube, du hast dich verlaufen, Bilger. Du gehörst nicht in die Graberstraße. Unsinn, ich gehe, wohin es mir gerade passt. Weißt du, der Geruch dieser Kloake erinnert mich an zu Hause. Und ich bin Hagrim. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Nehmen wir die drei. I know who you are. I make it my bag to keep my eyes on the new fish that end up in the gullet. Ich weiß, wer du bist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, alle neue Fische, die im Schlund angespült werden, zu kennen. You're the type of scab that bores me. Feel free to piss off. Du bist genau die Art von Wichser, die mich anödet. Du kannst dich jetzt verpissen. Die Allee wird immer schmaler und endet in einer Sackgasse. Mhm. Er wirft ihm mit gerunzelter Stirn einen stechenden Blick zu, aber schweigt. Nehmen wir mal die Suche. Bleib bloß weg von mir, Keucher. Er tritt einen Schritt zurück. You want to talk to a Valian that goes by Ernesto? He runs a shop down the street, here in the row. Don't tell him I sent you. And don't say I never did you any favors. Du solltest dich mit einem Valian unterhalten, der sich Ernesto nennt. Er betreibt einen Laden die Straße hinunter, hier in der Graberstraße. Aga, sag ihm nicht, dass ich dich geschickt habe. Und sag auch nicht, dass ich dir nie einen Gefallen getan hätte. Okay. Bittere Medizin. Ernesto soll im Besitz der Medizin sein. Mhm. Das hier ist noch ein Laden. Die ergraute alte Amanuin sieht aus, als ob sie zu lange eben zum Trocknen in die Sonne gelassen wurde. Ihre Haut ist so mitgenommen und wettergegerbt, dass man ihre Falten und ihre Namen kaum unterscheiden kann. Blade or a bludgeon or some sturdy armor. Imani has what you seek. Brauchst du eine Klinge oder eine Keule oder eine robuste Rüstung? Imani hat, was du suchst. Die alte Frau schenkt dir ein Grinsen, das die Falten in ihrem Gesicht verdoppelt. Ja, ich suche nach der Medizin. Wenn du deine Teeth talking to me, go and see Ernesto. His shop is just across the way. Dann verschwendest du deinen Atem, wenn du mit mir redest. Geh und sprich mit der Ernesto. Sein Laden befindet sich direkt gegenüber. Sie zeigt auf die Tür auf der anderen Seite des Tunnels. Zeig mir mal, was du hast. Stock is tested in the hands and throats of the fiercest sorts in the gullet. Never will you find a better selection. Das Inventar der alten Imani wurde in den Händen und den Kehlen der wildesten Halunken im Schlund getestet. Du wirst nie eine bessere Auswahl finden. Ein Helm. Der Träger ist mit dem Mund gegenüber Unterbrechung, solange er mindestens seine Verletzung aufweist. Okay. Plus 1 Athletik. Athletik gewährt neue Kraft. Plus 15 Gesundheit wiederhergestellt. Einmal pro Ruhephase, nur im Kampf. Aha. Ach so, neue Kraft. Dadurch, dass bei Athletik Staub, erlittener Waffenschaden wird reduziert. Und Verfassung plus 2. Das Ding ist recht mächtig. Panzerhandschuhe. 15% Fehlschlag in leichte Treffer umgewandelt. Und das Rest sind alles nur außergewöhnliche oder gute Waffen. Hm. Naja, gut. Hier hinten ist noch ein Abweg. Oger, der Spindelmann, verhüllter Elf. Ah, das ist ein, wie heißt er? Die mit Spinnen reden und Gedanken kontrollieren können. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. You the Watcher? Dario said you can pass.
Ah ja, und da muss ich rüber, weil er hat gesagt, du bist der Wächter. Direo hat gesagt, du darfst passieren. Das heißt, da geht's eigentlich zum Aufzug ins Gewölbe. Gut, aber da will ich erstmal noch nicht hin. Ich will erstmal speichern. Das ist jetzt LP024. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.